Hi und willkommen zu diesem Tutorial zum Thema Bildkomposition. Ich bin Bind, bin selbstständiger Illustrator, bin Diplomdesigner und unterrichte an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd in Süddeutschland Darstellen und Entwerfen. Heute zeige ich euch, wie ich in Clip Studio Paint ein Bild plane und komplett umsetze. Meine Arbeit ist ziemlich vielseitig und umfasst alles von Konzeptdesign über Buch und Image, Plakatillustration, Magazinillustration bis hin zu Produktdesign. Bei alledem natürlich stellt sich immer die Frage nach der Form und auch vor allem die Frage danach, was macht ein gutes Bild aus und wie kommt man zu einer guten Komposition. Zuerst mache ich normalerweise einen Sketch. Das mache ich entweder von Hand oder hier digital direkt im Programm. Ihr seht hier, ich habe ein Foto hergenommen und das passiert manchmal, dass man in diesem Fall selber ein Foto schießt im Urlaub und dann denkt, oh, ich habe hier eine Szene im Kopf, die vielleicht interessant wäre. Ne? Wenn ich im Hintergrund was reininterpretiere, in meinem Fall jetzt, ist es eine Science-Fiction-Szene und ich war inspiriert durch diese Pinienbäume und dachte mir dann, das wäre interessant, wenn man quasi durch Pinienbäume irgendwie schaut und dann sieht man ein Flugobjekt oder irgendwas, was groß und imposant ist, ja, und dann quasi so da durchschaut und eine Tiefenwirkung kriegt und vielleicht gibt es noch mehr Handlung dann nachher im Bild. Ja, offensichtlich läuft das ja alles ein bisschen schneller ab. Sonst würde vermutlich keiner die Geduld haben, sich das bis zum Ende anzuschauen und ich wüsste bald nicht mehr, von was ich reden soll. Deswegen ein bisschen schneller als natürlich das gemalt wurde tatsächlich. Normalerweise versuche ich die sogenannten, ja, ich nenne es mal Puzzleteile zu finden, die ich brauche für das Bild, weil eine Komposition ist tatsächlich immer wie ein Puzzle. Ich will verschiedene Teile gegeneinander abwägen und ich will, dass eine Geschichte entsteht. Und je früher ich weiß, was diese Puzzleteile sind, desto leichter fällt es nachher, die alle quasi eine Lösung für deren Anordnung zu finden. Ne? Wir sehen jetzt hier, dass ich anfange, ein Raumschiff zu zeichnen und das ist ein bisschen chaotisch und es dauert auch, glaube ich, eine Weile, wenn ich mich recht erinnere, weil man will natürlich zu einer guten Form kommen, die in die Umgebung passt und die Umgebungsidee ist bis jetzt extrem simpel. Es sind quasi sind zwei Anhöhen, die quasi wie zwei Hügel, die angeschnitten sind und die ich quasi hintereinander sehe und im Tal dazwischen steigt etwas empor oder befindet sich was oder auch vielleicht mehrere Dinge. Am Anfang weiß man das noch immer nicht so genau. Man sucht natürlich nach was, was gut harmoniert. Ich habe jetzt das Raumschiff erstmal so gelassen, habe es ein bisschen dupliziert und ich schaue jetzt, wo ich das positionieren kann und was, wie langsam quasi die Komposition zustande kommen kann. Ja, Komposition, man redet immer davon und tatsächlich muss man aber, es gibt verschiedene Sachen, die man beachten muss, über die man Interesse schaffen kann in einem Bild. Ja, das sind Sachen wie Kontrast, Einsatz von Personen natürlich, mit denen man sich identifizieren kann, der Einsatz von Details, in dem man sich verlieren kann und wo man länger seine Augen drauf ruhen lassen kann und natürlich dann die Frage, wo befindet sich das alles, wo sind diese Punkte der Aufmerksamkeit und wie kann man die noch hervorheben oder wann stört man die vielleicht sogar. So, ich habe jetzt hier das Objekt platziert. Das Flugobjekt, Raumschiff. Es passt mir aber noch nicht so ganz. Der Grund, warum mir die Form nicht passt, ist, weil es zu kompliziert ist und es erinnert mich zu sehr an diese Bäume, die wie so kleine Büschel haben und so ähnlich war auch irgendwie das Raumschiff aufgebaut. Und sowas ist nicht gut. Ne? Wenn man so zu viele Sachen hat, die ähnlicher Natur sind, dann machen die sich gegenseitig Konkurrenz oder sie verschwinden ineinander und man kann sie nicht eindeutig lesen. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe die Form des Raumschiffs sehr brutal im Prinzip
nochmal rausgelöscht, auseinandergeschnitten, neu komponiert. Und jetzt, da das Raumschiff mehr so diese klassische Zigarrenform hat, fängt es langsam an zu funktionieren. Und ja, ich sehe langsam hier ein Bild. Und auch jetzt die Tiefenwirkung, dadurch, dass wir den hinteren Hügel mehr zurückgedrückt haben, fängt langsam an zu funktionieren. Und das Raumschiff stört jetzt nicht mehr. Es zitiert nicht mehr so sehr die Formen, die auch im restlichen Bild schon vorkommen. Vor allem natürlich hier in der Natur, in den Bäumen. Ja. Ja, der Plan bis jetzt ist, wie ich schon bereits erwähnt habe, dass es ein Flugobjekt gibt, aber am Anfang natürlich, ich bin immer noch auf der Suche nach allen Puzzleteilen. Ich überlege immer im Hinterkopf noch, ob ein Mensch mit reinkommt. Oder links unten habe ich was angedacht, was ein bisschen mehr im Vordergrund ist. Das ist bis jetzt nur so eine Wand oder eine Mauer, vielleicht auch ein Drahtzaun, irgend sowas oder ein Gebäude, wo Leute drauf zugehen und dann quasi so in das Bild hineinführen. Und dann ist das große Objekt gewissermaßen der Mittelgrund. Und dort habe ich jetzt entschieden, wie man hier schon angedeutet sieht, dass da Leute quasi auf einer Plattform vielleicht einsteigen, ja, während dann eben ja, die duplizierten Versionen vom Raumschiff im Hintergrund quasi schon davonfliegen. Es wirkt direkt auch den Arbeitstitel Departure, habt ihr vielleicht am Anfang gelesen, das quasi Aufbruch bedeutet. Ja, das ist, könnte die Story sein von einer Evakuierung oder von einfach nur vielleicht dem Anfang einer Reise, Anfang von einem Film oder von einem Videogame, ja, wie auch immer. Wäre denkbar, dass dann quasi der Protagonist auch in diese Situation kommt, dass er eben er oder sie in das Raumschiff einsteigt und dann quasi davonfliegt, wie es die Szene zeigt. Ja, jetzt kommt auch schon ein Protagonist und es wird irgendwie eine junge Frau, aber so genau werden wir das nicht sehen, weil ich sie von hinten zeichne. Man sehr beliebtes Schema auch quasi über die Schultern vom Protagonist zu schauen auf die Szene quasi. Man identifiziert sich gleichzeitig mit der Person. Dabei ist es nicht so wichtig, welches Geschlecht oder was die hat. Natürlich, es gibt gewisse Feinheiten, die das eher nahelegen, für bestimmte Gruppen sich mit der Person zu identifizieren oder eben nicht. Ja. Aber im Normalfall gibt es da, gerade wenn der eigentliche Star die Szene ist, haben wir da nicht so ein Problem damit. Ja. So, jetzt habe ich kurz mal andere Sachen ausgeblendet, einfach um die Form von der Person zu finden, auch ein bisschen die ganze Anmutung. Ich benutze hier das Haar, um ein bisschen Wind zu suggestieren. Und dann ist die Frage, was sie trägt. Ich entscheide mich hier, natürlich, das ist jetzt kein wirkliches Charakterdesign, aber ein bisschen, natürlich muss man sowas schon drauf haben, wenn man quasi eine mittlere Größe von einer Person zeigt. Wenn ich nur kleine Personen zeige, muss ich mir damit nicht so einen Kopf machen. Aber natürlich jetzt, wenn man mehr Details sieht an der Person, dann ist auch die Frage, welche Details sind die und was mutet da, was spielt da mit. Und in meinem Fall ist es so ein bisschen eine Mischung aus dem Star Wars Look zwischen ne, Western und semi-modernem Science Fiction, würde ich jetzt mal sagen. Bisschen die Weste, der Gürtel und so weiter. Nicht das ganz glatte Science-Fiction-Outfit jetzt, was man vielleicht von Tron oder sowas kennt. Na, jetzt, dass die Skizze Form angenommen hat, was ich mache, ist, ich mache quasi mal einen Graustufenpass hier drüber und ich schaue, was ich hier für einen Kontrast überhaupt brauche. Ja? Und wenn diese ganzen Vorder- und Hintergründe funktionieren schon und man sieht, dass die Tonal jetzt schon relativ gut funktionieren, man kann sich das langsam vorstellen, wie das ist, wenn da nachher ein blauer Himmel ist und was es dann da ja, farblich auch zu sehen gibt. Das ist jetzt, bin jetzt hier auf der Suche nach der Farbpalette erstmal. Das ist was ich oft, sehr, sehr oft auch im Prozess passieren lasse, aber natürlich jetzt zur Veranschaulichung mache ich das mal einfach extra, indem ich den Sketch koloriere. Normalerweise würde ich das nicht tun, weil ich schon genug Erfahrung habe, um die Farben einfach im Prozess komponieren zu können, aber jetzt mal quasi als
ja, als Veranschaulichung mache ich das mal schon einfach früher, dass ich schon versuche, eine Farbpalette zu finden, bevor es richtig losgeht eigentlich mit dem Malprozess. Ja, so eine Palette zu finden ist nicht immer einfach, vor allem nicht in so absoluten Farbtönen, wie ich das hier gerade mache. Der Vorteil, würde ich sagen, ist, dass wenn eine Palette funktioniert, dann weiß ich wirklich schon mit relativ großer Sicherheit, dass ich keine Farben drin habe, die wirklich gar nicht passen oder die nachher negativ, überraschend negativ auffallen, weil die würden jetzt hier schon auffallen, weil es dann doch sehr flächig und sehr reduziert ist. Aber natürlich seht ihr auch, dass ich manchmal ein bisschen rumdrehe am Regler und dann verändert sich wieder eine Farbe. Also es ist schon normal, dass man hier ein bisschen sucht und ein bisschen komponiert. Je mehr unterschiedliche Farben ich jetzt hier bringe, also desto bunter ich das Bild mache, desto schwieriger wird es, dass alle Farben wirklich integrieren. Ja, es ist generell einfacher, szenische Konzeption zu machen, wo einfach nur ein Farbfilter drüber liegt, wie man das in vielen Filmen kennt. Das ist der ganze Film grün oder der ganze Film ist blau, hat einen blauen Filter, dann habe ich nicht so viele kontextuale Farben, die ich irgendwie gut gegeneinander einsetzen muss. Also meiner Meinung nach ist bunte Bilder zu machen oft schwieriger als diese monochrome, eintönige Farbkomposition. So, man sieht jetzt hier schon, ich bediene mich dem Verblauen nach hinten. Kontrast nimmt ab nach hinten, das muss immer so sein. Vor allem im Film und eben Medien, wo eindeutig lesbar sein muss, welche Objekte quasi vor dem Hintergrund sind. Das ist auch der Unterschied von Fotografie zur Illustration, weil viele Sachen, wenn ich die fotografiere, dann kann ich den Hintergrund nicht so gut unterscheiden vom Vordergrund. Aber im Film und auch in der Illustration wird das immer übertrieben, dieser Effekt. Ja. Ich will immer, dass sich der Vordergrund, vor allem wenn es was Lesbares gibt, sehr stark vom Hintergrund abhebt. Ja. Und natürlich ist das manchmal ein Spagat, weil ich möchte natürlich noch, dass es realistisch aussieht, hinreichend realistisch. Aber natürlich ist das Wichtigste, dass die Szene verstanden wird und dass sie eindeutig gelesen wird vom Betrachter. So, jetzt kommen wir schon zu ein paar Detailüberlegungen, die im Prinzip auch eigentlich noch nicht sein müssten. Aber warum nicht? Das ist Präferenz, ob ihr jetzt einen Sketch von Hand macht, einen Sketch digital macht, eine erste Farbigkeit oder eine Palette euch so zusammenbaut oder das im Prozess macht. Es hat alles Vor- und Nachteile. Ich analysiere das mal jetzt hier kurz. Wir haben jetzt, das ist jetzt so die fertige Komposition, wo nichts mehr wirklich dazukommt oder nur noch Kleinigkeiten. Und jetzt muss ich mir wirklich mal überlegen, was habe ich hier eigentlich gemacht die ganze Zeit. Ja. Meine Theorie ist, dass ich habe einen Einstieg links unten. Ja, das wäre die Nummer 1, wo ich die erste Aufmerksamkeit habe, weil ich habe einen Mensch und ein Mensch ist immer ein Aufmerksamkeitsmagnet. Es gibt ja aber bereits mehr zu sehen, denn im Hintergrund gibt es gewissermaßen schon einen Vorschlag, wo dieser Mensch eventuell dann hingeht, durch dieses Tor im Gebäude. Und eventuell kommt er dann bei Nummer 2 auch ja, letztendlich an. Hier passiert sehr viel. Ja. Hier habe ich Überschneidungen. Potenziell steigen hier Leute ein ins Flugobjekt. Ich muss hier vieles zeigen. Es gibt Überlappungen, es gibt viele Kontraste. Dann in Zone 3 könnte man sagen, ich bin jetzt gezwungen, mir das nächste Flugobjekt anzugucken, weil das Flugobjekt im Vordergrund ist teilweise verdeckt. Und das ist gewissermaßen ein Trick, mit dem man den Betrachter jetzt zwingt, quasi die nächste Iteration vom Flugobjekt auch noch anzuschauen, weil es ja für den Betrachter nicht möglich ist, alle Informationen schon vom Mittelgrund sozusagen von Nummer 2 zu kriegen. Dann muss man auch
sich bewusst sein, dass es neben den Hauptszenarien noch massig Nebenszenarien gibt. Und damit meine ich nicht nur Handlungspunkte, sondern auch eben Punkte der Aufmerksamkeit, die geschaffen werden durch Kontraste, Überlappungen, Inhalt teilweise auch, wie zum Beispiel das kleine Haus auf dem Hügel. Alles, was potenziell Unruhe stiftet und den Blick für eine Sekunde oder so einfangen kann, muss ich eigentlich als ein potenzielles Nebenszenario hier werten. Und dann frage ich mich natürlich, wie kann ich die entweder hervorheben oder wie muss ich die abschwächen, damit der Betrachter nicht dorthin schaut, wo ich das auch nicht möchte. Ich kann auch nicht immer allen Sachen noch mehr Konkurrenz machen, natürlich, weil sonst weiß man gar nicht mal, wo man hinschauen soll. Und das ist natürlich dann auch nicht hilfreich. Was ich anstrebe, ist eigentlich, dass der Betrachter diesen diagonalen Weg hin und zurück durchs Bild macht. Das heißt, er schaut sich eins an, geht zu zwei und dann über drei aus dem Bild wieder raus oder in den Hintergrund. Vom Vorder in den Hintergrund, links unten, rechts, Mitte und links oben quasi als Ausstieg. Und alles, was das maßgeblich jetzt stören würde, würde ich versuchen zu eliminieren oder abzuschwächen. Also es macht keinen Sinn jetzt, dass irgendwie links in diesen Freiraum noch irgendwas reinfliegt oder so, was nochmal Aufmerksamkeit will. Das ist was, man darf da nicht übertreiben. Das Bild will so schon extrem viel, es ist schon ziemlich voll und da muss ich aufpassen, dass ich das nicht überlade. Ja, so viel mal zu den Gedanken im frühen Prozess eben, was tatsächlich die Komposition angeht, denn jetzt beginnt quasi die tatsächliche Umsetzung und ich brauche jetzt schon einen ziemlich guten Plan. Wenn ich jetzt immer noch nicht weiß, was wo bleibt, und dann im Prinzip muss ich das ganze Werk immer noch anzweifeln und ich kann dann sehr schnell feststecken und nicht wissen, was ich machen soll, ja, und vergessen, warum ich das so und nicht anders machen will. Deswegen, dafür ist der Sketch ideal, um einen Plan zu fassen. Wenn ich aus dem Sketch, solange ich im Sketch keinen guten Plan habe, der für mich Sinn macht, mache ich in der Regel auch nicht weiter. Das sind dann Sketches, die bleiben liegen auf der Seite und die werden vielleicht nie umgesetzt oder die werden irgendwann neu arrangiert. Aber ich muss, von Anfang an muss diese Idee Sinn machen, wenn ich die sketche, unabhängig von der Farbgebung nachher, das sind andere Probleme, aber die muss inhaltlich, kompositionell muss der Sketch schon Sinn machen, damit ich überhaupt mir sicher sein kann, dass ich nicht gleich stundenlang quasi umsonst male und danach das Bild einfach nicht gut lesbar ist und ich weiß dann im Zweifelsfall nicht mehr warum. Ja. Man kann sich da drin also verlieren und ich empfehle das jedem, einfach einen kurzen Sketch, egal wie rough der sein mag, aber kurz zu machen und sich kurz diese Gedanken zu machen. Man spart dadurch am Ende vom Tag eigentlich nur Zeit, weil man schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet hat, die sowieso im Prozess auf einen zukommen. So, ihr seht jetzt, dass ich mich ein bisschen von dem Sketch wieder verabschiede. Heißt nicht, dass ich den inhaltlich verwerfe, aber ich verwerfe ihn stilistisch. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht, dass das nachher ein kolorierter Sketch ist, sondern ich will schon, dass das ein malerisches Werk wird. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip den Sketch mit jeder Farblayer im Hintergrund vereint. Und dabei behalte ich aber die sogenannte Layer-Reihenfolge. Das heißt, was im Hintergrund ist, bleibt auf einem Layer, was im Vordergrund ist, bleibt auf einem anderen Layer, damit ich jeweils im Vorder- und Mittelgrund weiter zeichnen kann, ohne dass ich quasi den anderen Ebenen in die Quere komme dabei. Ich will nicht die ganze Zeit
Objekte aussparen müssen, wie Bäume oder Raumschiffe, Personen. Natürlich ist es viel, viel sinnvoller. Das ist eines der großen Stärken von dem digitalen Arbeiten, dass ich einfach im Hintergrund hinter Objekten zeichnen kann und auch vor Objekten zeichnen kann, ohne dass die sich gegenseitig beeinflussen nachher. So, ihr seht jetzt hier, dass ich, wie eigentlich jeder Profi das macht, von grob nach fein arbeite. Das heißt, ich schaue, dass alles koloriert ist von Anfang an und dass alles gegeneinander immer Sinn macht, und ich mache alles langsam immer besser. Das heißt, ich werde jetzt nicht reinzoomen und einfach nur hinten links quasi perfekt machen und der Rest ist noch gar nicht entwickelt, sondern ich versuche alles gleichzeitig zu entwickeln. Wenn ich den Hintergrund ein wenig besser gemacht habe, springe ich zum Mittelgrund, mache den ein wenig besser und so weiter und so fort. Der Grund, warum man das machen sollte, ist zum einen, um konsistent zu bleiben vom Stil her. Ich will nicht irgendwo ganz viele Details haben und irgendwo anders keine Details haben und sehr grob sein. Dann würde der Betrachter denken, oh, das Bild ist nicht fertig, ne? Und tatsächlich haben wir Künstler immer die Frage an uns selber, wann bin ich fertig? Und die beste Antwort, die ich darauf geben kann, die ich selber auch von anderen Pros gehört habe, ist eben, dass wenn ich konsistent bin, kann ich jederzeit meinen Pen hinlegen und sagen, ich bin fertig. Ne? Wenn ich nicht konsistent bin, wird nie jemand zustimmen, dass ich fertig bin. Es gibt grobe Bilder, die fertig sind, die einfach grob sind in ihrer Natur. Das ist Teil vom Stil, grob zu sein. Niemand würde sagen, diese Bilder sind nicht fertig, weil sie eben diese Konsistenz, diese stilistische Konsistenz haben. Und genau das will ich im Prinzip auch zu jedem Zeitpunkt haben. Natürlich, irgendwo muss ich mal anfangen und ich werde nicht in jeder Sekunde im Prozess werde ich eine perfekte Konsistenz haben, aber ich möchte die regelmäßig quasi erreichen. Ich mache quasi immer den nächsten Pass von Hintergrund, Vordergrund, Objekt, Mensch. Ich ignoriere nie einen Teil vom Bild für Stunden, während andere Teile schon quasi nahezu perfekt entwickelt sind. Macht keinen Sinn, weil die werden immer gegeneinander, die müssen immer koexistieren und die werden immer aneinander gemessen und die werden immer eine Art von stilistischer Kontext zueinander haben und die werden vom Duktus und vom Stil her auch sich gegenseitig beeinflussen. Und manchmal brauche ich oder sehr oft brauche ich nicht so viel Detail, um was auszudrücken, wie ich das dachte, wenn alle anderen Bereiche im Bild quasi mitentwickelt werden. Ja, man sieht jetzt hier, dass ich ein paar Mal gehe ich zum Hintergrund und auch zu Bäumen und ich mache die ein bisschen unterschiedlich in der Schattierung und ich versuche ein bisschen von der flachen Farbkomposition, von der wir ja ausgegangen sind, weil ich ja diesen Sketch koloriert hatte mit ganz flachen Farben, versuche ich ein bisschen wegzukommen, dass alles ein bisschen dynamischer ist. Ja. Links im Bild muss nicht, der Hintergrund muss nicht ganz genau gleich hell oder dunkel sein wie rechts und so weiter. Es ist oft, vor allem im Freien, in der Szene im Freien, es ist so, dass es sehr viele Faktoren gibt, die Helligkeit und Tonalität eben bestimmen. Das können Wolkenschatten sein, das kann ist Teil der Atmosphäre, wie dick ist die Luft, wie klar ist der Himmel, was für Objekte gibt es, die Schatten werfen, potenziell, die auch offscreen sein können. Es könnte ja sein, dass zum Beispiel ein riesiges Flugobjekt jetzt noch über dem Bild ist, das man nicht sieht. Also das ist ein bisschen die Geschichte von den Lichtquellen im Film, die oft quasi vom Offscreen kommen und gar nicht quasi in der Realität vom Film existieren. Man stellt es aber nicht in Frage, weil man im Prinzip das Gegenteil nicht beweisen kann. Ne? So ist es hier auch. Ich behaupte ja auch, dass jetzt Licht von links oben scheint und dass da die Sonne ist, aber man sieht die Sonne nicht und ich kann das nicht beweisen. Ich muss aber konsistent damit umgehen, weil sonst wird man spüren, dass die Szene nicht glaubhaft dargestellt ist.
So, jetzt sieht man das wieder. Die Bäume ein bisschen besser werden. Ja, es gibt immer die Diskussion, wann mache ich was? Und ich glaube nicht, dass es darauf eine wirklich definitiv richtige Antwort gibt. Ich würde sagen, wenn ich mein Bild anschaue zu jeder Zeit im Prozess und ich sehe, was ich verbessern kann, dann sollte ich das direkt tun. Ich sollte es nicht aufschieben. Erstmal muss ich überprüfen, ob es stimmt, dass wenn ich das verbessere, dass dann das Bild wirklich besser wird. Und zum zweiten Mal kann ich damit vielleicht auch Sachen lösen, die in anderen Bereichen vom Bild eine Rolle spielen. Ja, dass ich das Gefühl habe, das Bild ist nicht tief genug und dann habe ich eine Idee für den Hintergrund, ich setze die um und danach sehe ich, ah, okay, die Tiefe, die ich wollte, ist jetzt mehr erreicht und ich bin meinem Ziel ein bisschen näher und ich muss das nicht durch andere Sachen im Prinzip noch lösen. Ich muss nicht noch mehr hinzufügen an anderen Stellen vom Bild. Hier sieht man jetzt Details für das Schiff. Natürlich im Hintergrund sind noch die Platzhalter am Himmel mit den Outlines, die man auch noch dann jetzt so ein bisschen rausstechen, weil die sich nicht mehr integrieren in den Rest, der schon ein bisschen malerischer geworden ist. Aber die werden natürlich auch noch nach und nach angepasst. Sind aber im Moment nicht so wichtig, weil die Hauptstories Nummer 1 und 2, die ich vorher gezeigt habe, das sind jetzt die Sachen, die funktionieren müssen. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass die so funktionieren, wie ich das mir vorgestellt habe, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich im Prinzip immer wieder daran weitermachen. Und das heißt nicht, dass die super detailliert sein müssen. Die müssen nur langsam anwachsen zu dem, was sie ausdrücken sollen letztendlich. Dafür ist es auch ganz gut, immer wieder nach rechts oben zu schauen, wo ich jetzt hier in Clip Studio das Navigator Window hingemacht habe. Das Navigator Window ist ein Tool, was viele Anfänger nicht verstehen. Viele Leute verstehen nicht, warum sollte ich mein Bild in ganz klein oben rechts sehen. Und der Grund ist einfach der, dass jedes Bild, was funktioniert, muss in klein funktionieren. Wenn ich ein Bild als Thumbnail, als kleine Version anschaue und es funktioniert nicht, dann funktioniert es auch nicht als große Version. Ja. Es gibt Layouter, alle Arten von Künstler, Grafikdesigner, die alles zuerst in klein entwerfen. Sogar ganze Layouts für Magazine, ne, werden zuerst irgendwie teilweise in klein hingeklatscht, um zu sehen, funktioniert meine Idee. Dazu kommt natürlich noch, dass ich hier zoomen könnte und wenn ich zoome, dann verliere ich den Überblick. Und dann hilft mir das Navigator Window natürlich den Überblick zu behalten und immer quasi eine Vorschau zu haben von dem Kontext von meinem Zoomfenster. Ihr seht, dass ich quasi nicht zoome. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen, ich bin noch nicht so weit im Prozess, das heißt, solange ich nicht wirklich Detail arbeite, muss ich auch nicht zoomen. Das Zoomen sehe ich persönlich immer als Nachteil. Ich zoome nur dann, wenn mich der Detailgrad zwingt zu zoomen. Ansonsten will ich nicht zoomen. Ich will eigentlich immer einen Meter weg sein, auch mit meinem Kopf vom Bildschirm und dann einen guten Überblick über das Bild behalten. Denn wenn ich keinen Überblick habe, dann habe ich das Problem, dass ich sehr, sehr schnell Sachen nicht richtig betonen kann und ich kann die Bestandteile vom Bild nicht mehr gegeneinander richtig abwägen und ich verliere tatsächlich dann den Überblick und ich werde mein Bild durchzoomen, während ich Details mal für Stunden um Stunden, werde ich mein Bild tatsächlich schlechter machen, wenn ich nicht aufpasse. Und ja, eines der wichtigsten Dinge für mich, Überblick zu behalten über das Gesamtwerk. Heutzutage ist es auch gar kein Problem, weil wir haben richtig große, hochauflösende Monitoren. Ne? Wir haben irgendwie 4K-Monitoren und die haben so viel Detailgrad schon auf einer normalen Zoom-Stufe. Ich muss eigentlich nicht mehr wirklich viel reinzoomen, um alles sehen zu können.
Natürlich, am Schluss werdet ihr sehen, dass ich ein, zweimal auch selber reinzoome. Allerdings nicht lang und nur ein bisschen und nur so viel wie verlangt ist, weil ich bin wirklich sehr vorsichtig, dass ich den Gesamteindruck nie aus den Augen verliere. So, es gibt gewisse Dinge. Ihr habt vorher vielleicht bemerkt, dass ich das Gebäude im Hintergrund ein bisschen verändert habe. Es war mir ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu weit nach rechts oben geragt. Hat diese Betrachtungslinie, die ich vorher eingezeichnet habe, so ein kleines bisschen gestört aus meinem Empfinden. Ist nicht wirklich kritisch und auch kein riesiges Problem, aber ich fand dann einfach, dass die andere Lösung besser und kompakter ist. Gleichzeitig habe ich dann das Raumschiff verändert und versuche ich dem Raumschiff quasi mehr Details zu geben, die, naja, wie sagt man, die es als in der realen Welt identifizierbar machen, wie zum Beispiel quasi eine Verzierung, einem Streifen oder einer Beschriftung oder nach dem einen oder anderen Detail. Später kommen noch künstliche Lichter dazu natürlich, die das alles quasi noch mehr verkaufen sollen. Ja, ursprünglich habe ich jetzt das Objekt im Vordergrund wieder mal dupliziert natürlich. Auch eine der großen Stärken vom digitalen Arbeiten. Ich muss nicht alles fünfmal zeichnen, was vielleicht fünfmal vorkommt. Gleichzeitig habe ich aber auch Vorbehalte ein bisschen. Ihr seht, dass ich das dupliziere und dann noch dran weitermale. Und der Grund einfach ist, dass ich nicht möchte, dass es aussieht wie Copy-Paste. Ja, das ist etwas, was ein schlimmer Look ist. Und es sieht billig aus, wenn man das Gefühl hat, dass der Betrachter sofort versteht, das hat er nur kopiert und wieder hingeklatscht. Das möchte ich eigentlich nicht. Und das Raumschiff links oben ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, weil ich habe das jetzt ein bisschen gequetscht und ich ändere die Perspektive vom Hinterteil, dass es aussieht quasi, als wenn das korrekt in der Zentralperspektive flüchtet, dass ich jetzt hier quasi schon den Antrieb sehen kann, während ich bei den anderen Raumschiffen, die rechts im Bild sind, die quasi rechts von meinem perspektivischen Zentrumspunkt sind, dass die, wo ich da quasi nicht hinsehe. Und das hilft, die Illusion zu geben, dass die nicht quasi einfach nur gleich sind und hingeklatscht sind. Weil die müssen natürlich, auch wenn sie schwer begreifbar sind als komplexe Objekte, müssen die trotzdem den Regeln der Perspektive natürlich folgen. Ja. So, die haben jetzt auch schon Antrieb gekriegt, ein bisschen. Eine kleine Flamme, die hinten rausgeht. Das ist natürlich in dem Fall auch nicht unwichtig, weil es, ja, sie natürlich hilft zu unterscheiden von dem vorderen Schiff, was nicht in Bewegung ist. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine inhaltliche Erklärung, wie die sich fortbewegen können. Wir kennen das ja von Flugzeugen oder von Raketen und wir wissen ungefähr, wie diese Sachen funktionieren. Man muss sie nicht näher erklären, aber man muss eine Möglichkeit anbieten für den Betrachter, das nachzuvollziehen, wie das Flugobjekt fliegt. Ja. Wenn ich natürlich was Mysteriöses zeichnen will, dann muss ich das nicht unbedingt erklären. Ich muss nicht alles erklären, aber hier ist es natürlich hilfreich, weil ich will natürlich, dass es geglaubt wird. So, jetzt kommen wir schon ein bisschen zu ein paar Details, die nicht geplant werden. Einmal im Hintergrund habe ich noch eine Skyline hinzugefügt von einem weiteren Hügel mit auch Bäumen, Zikaden und so. Dann habe ich ein paar Wölkchen reingesetzt, die auch nicht geplant waren. Und ich auch hier, das soll das Ganze komplementieren, es soll aber nicht noch mehr Kontrast reinbringen, deswegen habe ich das ganz im Hintergrund gelassen und auch die Wolken sind wirklich nur angedeutet und sind jetzt nichts, was als neues Objekt wahrgenommen wird und dann quasi die Komposition weiter stören oder quasi großartig beeinflussen. So, man sieht auch jetzt schon hinten, dass das ganze Ding schon relativ fertig aussieht, also vor allem das Schiff links oben, zusammen mit dem Hintergrund, zusammen mit den Wolken jetzt, ist eigentlich was, wo ich jetzt schon weiß, ich muss da nicht mehr viel machen,
Das ist jetzt schon relativ glaubwürdig. Was ich jetzt tue, ist, dass ich bemerke, dass die Farbigkeit von den Bäumen vom Vordergrund und vom Hintergrund mehr zusammengezogen werden muss. Ja, ich muss hier, deswegen bringe ich hier auch ein bisschen dieselben Töne von vorne nach hinten und von hinten nach vorne, mache die Bäume ein bisschen voluminöser und gleichzeitig bringe ich die Farbe vom Vordergrund auch so ein bisschen in den Hintergrund rein, dass ich das die ganze Tiefe vom Szenario quasi auch noch mit dem Farbübergang glaubhafter mache. Natürlich wissen wir nicht, wie weit ist der Hintergrund vom Vordergrund entfernt. Das ist im Prinzip meine Entscheidung. Ich könnte ihn auch ganz blau machen, ich könnte ihn auch ganz hell machen und den super weit in den Hintergrund drücken. Dann würde ich allerdings gleichzeitig sagen, dass es super neblig ist, weil die Bäume und die Objekte, die wiederholt werden im Hintergrund, schon eine gewisse Größe haben. Und ich kann natürlich nicht behaupten, dass die 100 Kilometer weit weg sind, wenn die noch eine gewisse absolute Größe haben. Das würde nicht funktionieren, dann müsste ich sie gleichzeitig auch viel kleiner machen. Aber Farbigkeit und Kontrast sagt sehr viel aus über die Distanz natürlich. Ja, es gibt ein paar Sachen im Vordergrund jetzt, die ich noch ein bisschen mehr erklären will. Und wenn ich erklären sage, dann meine ich eigentlich ausarbeiten im Detail. Weil letztendlich ist jedes Detail, was ich hinzufüge, ist im Prinzip nur eine Antwort auf eine Frage. Was ist da und wie sieht es tatsächlich aus? Und je mehr von diesen Fragen ich beantworte, desto länger brauche ich natürlich. Aber desto mehr Möglichkeiten gebe ich natürlich auch dem Betrachter, die ganze Umgebung zu analysieren und zu lesen und zu verstehen. Rechts unten ist ein ganz gutes Beispiel, wo ich nie wirklich erkläre, was da ist. Und es ist eine extrem normale stilistische Entscheidung für eine Zeichnung oder für ein Konzept, ist, dass ich nicht dort, wo ich nicht will, dass der Betrachter hinschaut, da gebe ich mir auch nicht viel Mühe mit Details. Das heißt, da werde ich entweder ein bisschen gröber einfach oder ich lasse Sachen aufbrechen, ich überblende Sachen, ich lasse die ins Schwarz abfallen, lasse die ins Hell abfallen, um einfach quasi nicht Gefahr zu laufen, dass Leute dahin klotzen und dann sich fragen, was ist da und warum ist es da. Ne? Das ist hier nicht relevant. Ich möchte, dass die Geschichte wahrgenommen wird, die ich erzähle und keine mögliche Zweitgeschichte, die ich vielleicht gar nicht bedacht habe. Ja, es ist extrem wichtig bei sowas Kompliziertem hier, dass ich immer noch weiß, was ist ein Leerraum. Ich brauche in jeder Darstellung brauche ich einen Leerraum. Und natürlich inhaltlich gibt es keinen Leerraum. Ich weiß, das sind überall Bäume oder Wolken oder was auch immer. Aber darstellerisch gibt es ja wohl einen Leerraum. Hier zum Beispiel der ganze Himmel hat so wenig Kontrast, dass er als Leerraum begriffen werden kann. Ich kann nichts anfokussieren im Himmel, was mir Fragen aufwirft oder was mir quasi was Unruhe stiftet. Genauso ist es mit dem Zwischenraum in diesem Tal, wo die Bäume quasi in einen Grünton abfallen. Das ist ein weiterer Leerraum, durch den ich quasi den Mittelgrund silhouettieren kann hier. Wenn ich jetzt tausende von Bäumen in diesen Zwischenraum zeichnen würde, dann würde das sehr, sehr schwierig sein, die Distanz noch zu begreifen. Und es würde sehr schwierig sein, diese Bäume im Vordergrund von den Bäumen, die potenziell dahinter sind, nochmal abzuheben. Ich habe das jetzt hier auch schon ein bisschen vom Rendering her unterstützt, indem ich das ein bisschen unten hell mache und schon ein bisschen diese Diesigkeit, die im Tal vielleicht hängt, darzustellen. Später kommen noch, glaube ich, ein bisschen Nebel oder Wolken dahin, um quasi ein bisschen noch zu rechtfertigen, warum ich hier in der Mitte, wenn ich durch diese Bäume durchschaue, keine Details von weiteren Bäumen sehe. Hier kommen die Wolken. Und spätestens jetzt ist es relativ klar, dass hier mein Blick quasi durch die Atmosphäre beeinträchtigt wird. Und dadurch behalte ich diese schöne Mittelgrund-Silhouette von den Bäumen und dem Raumschiff, von dem großen Raumschiff bei und
kann wirklich den Betrachter dadurch zwingen, quasi diese Grenze sehr, sehr einfach und intuitiv zu begreifen. Ja, es ist immer ein Spiel zwischen, was man einfach begreifen soll und was man vielleicht nicht so einfach begreifen soll. Natürlich ist es eine Provokation hier, dass die Bäume dieses Raumschiff überlappen. Es ist quasi eine bewusste Störung, die das Ganze aber auch wieder ein bisschen interessant machen soll. Ich kann aber nicht nur stören und ich kann auch nicht nur quasi, na, wie sagt man, ich brauche eine gute Mischung zwischen was Interessantem und muss dann aber auch eine Lösung anbieten. In meinem Fall ist die Lösung, dass dieses gleiche Modell von Flugobjekt nochmal im Hintergrund ist und ich kann das dort begreifen, also muss ich es nicht komplett im Vordergrund begreifen. Aber im Vordergrund kriege ich den Blick auf ein paar sehr interessante Details, die ich wiederum im Hintergrund nicht kriege. So, jetzt sieht man, dass hier noch mehr Details kommen und noch mehr hier, der Antrieb hier läuft vermutlich schon heiß, ne? Man sieht schon quasi die Lichter und dass da quasi ein bisschen Leben in der Bude ist, noch nicht quasi so ganz, aber ja, demnächst wird man das alles ein bisschen besser begreifen. Es kommen noch Details, die es vorher nicht im Hintergrund gab und die ich auch nicht im Hintergrund dann noch einfügen muss, weil durch die Distanz ist es absolut in Ordnung, dass ich Details verliere im Hintergrund, dass ich nicht alles wirklich sehe. Ich halte das auch für einen Fehler jetzt quasi, dieses vordere Raumschiff, wenn das super detailliert ausformuliert ist, das dann nochmal zu kopieren und das genauso detailreich in den Hintergrund zu stellen, ist eher ein Problem als ein Vorteil. Denn eigentlich ist es gut, dass das im Hintergrund simpler und flächiger wird. Ja? Dass ich muss nicht da so viel hinschauen und es ist auch nicht wirklich realistisch, dass ich diese ganze Detailvielfalt quasi noch über so eine Distanz tonal quasi ausdrücken kann. Ist in dem Fall besser, dass das Ding hinten oben links einfach simpel ist und Details wirklich nur noch angedeutet. So, jetzt kommt noch ein bisschen Licht drauf. Jetzt wird es langsam wirklich auch lebendig. Es gibt ein paar Lichter vom Steg, es gibt eine Öffnung unten, wo man, die man so interpretieren kann und auch soll, dass da quasi etwas sich öffnet, die Leute einsteigen können vielleicht. Es gibt in der Mitte hinten so ein kleines Lichtfeld, was eine Öffnung sein könnte. Es sind alles so ein bisschen, man muss ein bisschen interessante Details reinbringen, die aber gleichzeitig nicht zu offensichtlich sind. Ich muss da noch ein bisschen Interpretationsfreiraum lassen. Jetzt kommt hier noch eine Beschriftung dazu. Ja, muss man nicht machen, aber ich als auch gelernter Grafikdesigner verleiht dem Ganzen so ein bisschen Realismus noch, dass man sieht, ah, okay, das ist wie ein Omnibus vielleicht beschriftet und vielleicht ist es die Nummer X2 oder was auch immer und da ist noch ein Logo dabei, das könnte quasi das Logo sein von einer Kooperation oder von einer Föderation oder man kennt ja diese Geschichten von was da im Hintergrund noch an Story sein könnte und die schwingen alle mit durch solche Details natürlich. So, gleichzeitig wird das Rendering ein bisschen besser, ja, der ganze Korpus ist besser begreifbar, wird ein bisschen mehr besser ausgeleuchtet und wird auch dadurch natürlich dreidimensionaler. Auch hier, ich füge hier Detail ein und ich habe immer noch nicht reingezoomt, ne? Man ist immer noch ich habe immer noch quasi die Totale beibehalten und obwohl ich jetzt schon nicht mehr wirklich grob arbeite, aber trotzdem reicht mir das noch. Ne?
kommt hier eine kleine Ergänzung zum Vordergrund. Kleine Idee, die ich mal irgendwie auf ein paar Bergsteigerfotos gesehen habe. Da gibt es immer so Dinger, die man quasi, so Begrenzungspfähle, die man in den Boden haut und dann kann man daran Seile spannen, man kann sie daran absichern und so. Und es sieht ja schon so ein bisschen aus, als wenn es da runtergehen könnte. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, da könnte auch potenziell so ein nettes kleines Detail noch sein, das nicht wirklich stört, vielleicht sogar bereichert, dadurch, dass ich sehe, wo das Seil herkommt und dass das Seil quasi dann hinter dem Hügel nach unten verschwindet und das wiederum deutet ja darauf hin, dass dort der Weg eigentlich weitergeht. Ja. So, jetzt kriegt die Protagonistin noch ein paar Details. Habe ich jetzt lange außer Acht gelassen, weil die am Anfang schon sehr gut funktioniert hat, einfach im groben Zustand. Und jetzt ist es aber Zeit, dass die ein bisschen auf Vordermann gebracht wird und sie ein bisschen vom Detailreichtum her mithalten kann mit dem Raumschiff rechts und mit was dort passiert. Ja, layermäßig können wir auch hier kurz drüber reden, was ich benutze. Ich benutze zu eigentlich 85% ganz normale Layer, die 100% decken. Einfach deswegen, weil ich nicht möchte, dass im Prinzip durch Layer was durchscheint und wenn ich dann auf hinteren Layer zeichne, dass es dann im Prinzip dadurch, dass die vorderen Layer nicht deckend sind, durchscheint oder die in irgendeiner Weise beeinflusst, was dann wieder, wo ich dann wieder eine Lösung brauche für ein Problem, das eigentlich gar nicht sein müsste. Deswegen achte ich immer darauf, dass fast alle Layer, außer vielleicht ein Nebeleffekt oder so, sind bei mir 100% deckend. Empfehle ich auch im Prinzip jedem, der mich fragt, meinen Studenten und so weiter, ich empfehle jedem, die Mehrzahl aller Layer deckend zu halten. Ansonsten kriegt ihr Probleme und ihr könnt ein paar Vorteile einfach nicht nutzen, wie zum Beispiel, was ihr auch oft seht, ich bin gerade auf so einem Clipping Layer. Man sieht, dass der rosa hier hat einen rosa Balken an der linken Seite und das bedeutet, der bezieht sich auf den Layer drunter. Und das bedeutet wiederum, dass ich auf diesem Layer nur dort zeichnen kann, wo auf dem anderen Layer auch ein Inhalt vorhanden ist. Das heißt, ich kann nicht über den Rand des Bezugslayers hinaus zeichnen. Das heißt, wenn ich ein komplexes Objekt habe, wie die Person, das Raumschiff oder diese Vögel, dann kann ich einfach entweder den Layer sperren und so quasi meine Außenkonturen beibehalten, oder ich kann auf so einem Clipping Layer, so einem rosa Layer, kann ich einfach auf einem neuen Layer in die gleiche Auswahl im Prinzip reinmalen, ohne dass ich irgendwas beachten müsste, was da nicht drüber rausgehen könnte oder sonst Probleme verursachen könnte. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Vögel noch hinzugefügt. Vögel sind ein bisschen Klischee, man muss damit ein bisschen aufpassen. Ja, jedes Bild ist voller Vögel, ist auch nicht gut, meiner Meinung nach. Ist ein bisschen hier, um da noch einen kleinen Tick Kontrast reinzubringen. Und dann fange ich jetzt schon an, auch hier ein bisschen zu blenden. Diese Blend-Effekte, die man quasi auch dann über mehrere Layer oder Zwischenlayern hinzufügen kann, die hier ein Teil ein bisschen ins Bläuliche verlaufen lassen oder dort ein bisschen die rechte Hälfte des Bildes aufblenden oder so, die kann ich natürlich erst machen, wenn der Rest fertig ist und wenn der Rest wirklich steht. Und ich kann damit auch nicht mein Bild besser machen, wirklich. Ich kann nur einen kleinen Tick eben mehr Atmosphäre oder mehr Farbwirkung noch geben, darf das aber nicht übertreiben und ich darf auch nicht zu viel davon erwarten. Ja. Das ist normalerweise das Letzte, was ich mache. Bevor ich dann, ja, wie ihr seht, ich habe jetzt schon gedacht, okay, ich bin eigentlich fertig, habe schon meine Signature drunter gesetzt und dann doch gemerkt, naja, ich möchte noch ein bisschen, manche Sachen noch ein bisschen hervorheben. Ja. Das war jetzt zum einen, ich gedacht, okay, die Antriebe können noch ein bisschen stärker sein und zum anderen sehen wir das gleich noch, dass noch ein, zwei Details zu dieser Plattform, zu dieser Einstiegssituation hinzukommen, dass man es einfach noch einen Tick besser lesen kann.
Jetzt habe ich natürlich hier rechts ein bisschen Detail gegeben. Jetzt muss ich ja auch links einen Tick Detail geben. Ich glaube, das passiert jetzt hier auch gleich. Wir haben das gerade schon gesehen. Ja. Hier habe ich jetzt die Plattform rechts so gemacht, dass man da noch ein bisschen drauf schaut. Das bedeutet aber, ich habe quasi eine perspektivische Änderung vorgenommen, die sich links natürlich im Gebäude auch manifestiert. Das heißt, ich muss dann auch links quasi die Gebäude einen Tick anpassen. Ja. Das ist jetzt alles einigermaßen erfolgreich hier passiert. Und ja, dann sind wir auch im Prinzip durch. Besten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant und ihr konntet da auch was draus ziehen. Wo ihr sagt, hey, okay, das eine oder andere hilft mir jetzt auch bei meiner eigenen Arbeit und löst ein paar Probleme für mich. Das wäre natürlich optimal. Und wenn ihr Bock habt, mehr von mir zu sehen, dann schaut vorbei unten auf Social Media. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.